Ja, hallo erstmal. Willkommen zu einem kleinen anderen Video. Und zwar einer kleinen Zeitreise. Und zwar einer Zeitreise, wo ich euch zeigen möchte, wo ich damals gewohnt habe, was ich da so erlebt habe. Mehr oder weniger natürlich nur in kleinen Ausschnitten. Man könnte sagen, eine Roomtour, eine externe Roomtour der etwas größeren Art. Wenn man es denn so sagen möchte. Zwar weiß ich die ersten paar Orte nicht mehr ganz genau, also nicht genau welches Haus das war, weil ich da einfach noch zu klein war, aber ich weiß immerhin noch die Ortsteile und wie die Häuser heute aussehen, weil es halt Kinderfotos gab, aber eben auf den Fotos keine Hausnummern drauf sind. Von daher fangen wir an. Ich wurde mal irgendwann halt in die Welt hinausgelassen. Ich weiß, das war ein großer Fehler, könnte man sich jetzt meinen. Aber es fing an in Bremen, Teneva, vielmehr Osterholz, Teneva. Und wer aus Bremen kommt, der kennt das Viertel und ich denke, man muss nicht mehr viel dazu sagen. Es war früher schon nicht so schön und heute auch nicht, aber egal. Anderes Thema. Man nennt es auch Little Manhattan, wie man sehen kann. Also wirklich Little Manhattan. Das hier die A27. Und gewohnt habe ich, glaube ich, irgendwo in dem Blocks hier. Entweder da oder da. Ich weiß es nicht. Auf den Fotos kann man Tiefgaragen erkennen. Kann ich jetzt hier auf den Fotos nicht erkennen. Aber es hat ja nichts zu sagen. Ich behaupte mal hier irgendwo. Zumindest in einem der großen Blocks war es. Ja, da wurde ich auch abgeholt mit dem Hubschrauber damals. Da hatte ich Keuchhusten, irgendeine Krankheit zumindest, wo ich dann halt irgendwie blau-grün kariert angelaufen bin. Und ja, da musste mich der Hubschrauber abholen. Da lag ich im Krankenhaus. War eine ganz tolle Geschichte. Kann ich mich nicht daran erinnern. Weiß ich jetzt nur natürlich, weil meine Eltern mir das damals erzählt haben und natürlich auch immer wieder mal erzählen, wenn man irgendwo ist. Wer kennt das nicht, wenn man mit den Eltern irgendwo ist oder mit einer Freundin bei den Eltern ist oder bei Vati oder bei Mutti, dann mussten natürlich die alten Geschichten rausgekramt werden. Das ist ja immer so, wobei das natürlich noch eins der harmlosen Geschichte ist. Gehen wir weiter. Danach ging es nach Mahndorf in Bremen. Da ist es. Da weiß ich allerdings nicht mehr, welches Haus, weil das mehr oder weniger alles so Einfamilienhäuser-Dinger sind. Irgendwo, na, machen wir mal so. Irgendwo hier. Sucht euch eins aus, ich weiß es nicht mehr, ist auch Wumpe. Zumindest gab es hier eine tolle Geschichte. Da hatte mein Dad sich ein Aquarium gekauft gehabt und hat die natürlich auch gefüttert, die Fische, die dann mal irgendwann da drin waren. Ja, und das habe ich gesehen als kleiner Pöps und ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, zweieinhalb, also in Teneva war es echt eine ganz kurze Geschichte und hier dann und habe die Fische auch gefüttert, allerdings mit Brühwürfeln. Das fanden die Fische nicht so lustig und haben sich gedacht, wir schwimmen mal mit dem Bauch nach oben am Wasser. Das wiederum fand mein Vater nicht lustig und wunderte sich, warum die wohl gestorben sind. Gut, wenn man jetzt ein Aquarium neu aufsetzt, dann ist ja so, dass manchmal das Wasser kippt, dass das nicht mehr von den Werten okay ist, dann können die Fische sterben etc. blablub. Da das aber öfters passiert ist, dann wollte mein Vater schon den Fischverkäufer anklagen und fragen, was er ihnen da für Scheiße verkauft, weil die Fische am laufenden Band da wegsterben, bis er mal irgendwann gesehen hat, dass ich die Fische gefüttert habe mit Brühwürfeln. Fand er nicht mehr so lustig, ich dann allerdings auch nicht mehr, weil der Arsch tut mir heute noch weh. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, hab keinen Arsch mehr gekriegt, ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben nicht wirklich irgendwie was abgekriegt. Ganz, ganz selten, man klappt auf dem Moors und ich denke, das fehlt heute auch einigen. Nicht so extrem, aber so einen leichten Klaps können einige schon vertragen, meine Meinung. Aber okay, was anderes. Ja, da habe ich noch das tolle Erlebnis gehabt, was passiert, wenn man einen Pfeifenreiniger, ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt, das sind so, sieht aus wie eine kleine Schaufel, ein kleiner Stopfer und eine Art Nadel, womit man halt eine Pfeife sauber machen kann. Und die Nadel habe ich trotz Kindersicherung in eine Steckdose gesteckt. Und ich denke mal, daher habe ich dann auch meinen Schaden bekommen. Ja, soweit dazu. Von da aus ging es dann weiter in die Theodor-Billroth-Straße. Das war wieder ein ganz anderer Stadtteil, aber immer noch in Bremen. Und hier kann ich euch sogar dann zeigen, welche Wohnung, vielmehr welches Gebäude etc. Stockwerk das dann genau war. Und zwar zoomen wir mal ein bisschen ran. Noch ein bisschen näher. So. Das hübsche Gebäude hier war es. Und im fünften Stock, das müsste der Balkon gewesen sein, da habe ich praktisch meine Jugend, meine Kindheit
größtenteils verbracht. Ungefähr 16 Jahre, 17 Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die Zeiten kriege ich nicht mehr geschissen, ich bin halt zu alt heute. Aber zumindest, hier habe ich damals gewohnt mit meinen Eltern natürlich. Wenn man jetzt hier mal sich die Gegend so anguckt, ich drehe das nochmal ein bisschen andersrum. Nicht rein, weg. Aber so, das ist ein Krankenhaus hier. Und der ganze Parkplatz, der jetzt hier ist, bis hier ist so ein kleiner Graben, der unter den Bäumen jetzt verläuft, den sieht man natürlich nicht. Und das war alles Grünfläche. Komplett, bis hier vorne ran war alles grün. Da waren Brennnesseln, da hast du nicht gesehen, mehrere Bäumchen, die stehen heute immer noch da. Und zumindest da haben wir damals gespielt, da haben wir unsere Höhlen gebaut, da haben wir uns Verstecke gemacht und hast du nicht gesehen, zumindest war das damals alles grün, heute alles bebaut und kein Platz mehr für Kinder. Naja, den Teil vom Krankenhaus hier, den gab es damals nicht, genauso wenig wie das Teil-Ding, das Ding gab es nicht. Und den Anbau gab es nicht, den gibt es nicht, den gab es auch nicht und den kam es hier hinten, gab es auch nicht. Vielmehr, ganz genau gesagt, der ganze Park, der hier angelegt worden ist, man sieht hier eventuell die Gehwege ganz eben, man kann hier so loslatschen dann und den gab es auch nicht, den haben sie dann irgendwann angelegt, aber noch in meiner Jugend, das weiß ich, da konntest du damals nur durchlaufen, war ein schlichter Schleichweg von hier vorne irgendwo, bis hier hinten kann man raus, dann kann man hier auf diese anderen Wege raus, Park rundlauf, meine Fresse, was ist los, sage ich mal. Und zumindest da haben wir dann damals gesessen und haben dann festgestellt, was Alkohol so macht, wenn man zu viel davon trinkt. Dann kotzt man nämlich. Und das Schöne war, vielmehr das nicht so Schöne war, ein Kumpel von mir hatte auch getrunken, hatte vorher Nudelsuppe gegessen und es sah bildhübsch aus, wie die Nudelsuppe wieder rückwärts aus ihm rauskam. Und er praktisch da lag. Und das machen wir natürlich, wenn er liegt, was willst du machen? Dann läufst du nicht weg. Krankenhaus war gleich um die Ecke, also haben wir ihn zum Krankenhaus gebracht. Das Dumme war nur, seine Mutter war in dem Krankenhaus Krankenschwester. Und natürlich, wie es der Zufall so will, oder das Karma, hatte sie zu dem Zeitpunkt auch Dienst. Und jetzt ratet mal, wer uns entgegenkam, als wir ins Krankenhaus kamen. Genau, jetzt ratet mal, wer Geburtstag hatte. Wir alle. War schön. Geiles Ding. Ich weiß gar nicht mal, wie alt wir da waren. 14, 15, ihr habt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zumindest, das ist da passiert. So, achso, hier habe ich übrigens auch Zeitung ausgetragen, komplett. Diese ganzen Blocks hier, die man hier sieht, den. Da habe ich meine Zeitung ausgetragen und habe mir dadurch halt mein Taschengeld ein bisschen aufgestockt. Und etwas später dann, ich drehe die Kamera nochmal ein bisschen andersrum. So. Ging es hier hin, allerdings sieht das jetzt natürlich auch anders aus. Das war damals ein Gebäude, ein großes Gebäude mit Dachparkplatz. Die Gebäude hier hinten, die gab es auch noch alle nicht. Samt alles, was hier steht, gab es nicht. Und da habe ich dann im Getränkemarkt auch gearbeitet, habe da Flaschen einsortiert, so Leergutannahme und habe dadurch mit den Zeitungen austragen damals dann mein Geld zusammengesucht für meinen Führerschein, den ich mit 18 gemacht habe. Und den habe ich komplett alleine gezahlt. Meine Eltern haben mir nicht einen Cent dazugegeben. Sie haben mich zwar unterstützt, was das Üben angeht, etc. Blablabla. Aber bezahlen musste ich ihn selber. Das Schöne war, als ich ihn bestanden hatte, beides beim ersten Mal natürlich, habe ich von meinen Eltern einen kleinen Wagen geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das Ding war, ist auch nicht so wichtig. Das war ein VW Derby, 45 PS in Erbsensuppengrün. So, dann fährt hier ein Motorrad vorbei, sehr schön. Dann ging das weiter in die Karl-Hunert-Straße, Quatsch, gar nicht wahr, in die Kurt-Schumacher-Allee, sowas. Kurt-Schumacher-Allee war auch wieder Bremen, neue Fahr. Und das war hier, Pi mal Daumen. Das ist die Berliner Freiheit, Einkaufszentrum. Sah damals auch ganz anders aus, wie es heute aussieht. Und wir haben, opala, damals gewohnt, ungefähr, ja, gar nicht mal so einfach die Steuerung mit der Maus, einmal rumgeschwenkt. So, wir haben gewohnt hier, also vielmehr, das hier war sogar mein Zimmer. Im zweiten Stock, Erdgeschoss, erster, zweiter. Zwei Badezimmer. Da hatte ich mein erstes eigenes Badezimmer mit Dusche, mit Klo. Meine Eltern hatten halt das große Badezimmer, ich durfte das kleine haben. Das Problem war nur, ich musste es auch selber sauber machen. Ja, egal. Zumindest hier ging es dann damals zur Lehre. Und das kann ich eigentlich auch mal kurz zeigen. Das war von hier nämlich gar nicht weit. Man musste nur der Straße hier folgen. Die macht hier einen Bogen nach links. Hier ist eine Galoppbrennbahn. Vielmehr hier.
Das war damals, glaube ich, Plaza, jetzt ist Real, ist glaube ich heute immer noch Real. Oder wieder Real, muss man sagen. Und dann ging die Straße, man sieht sie gar nicht wegen den ganzen Bäumchen hier. Da geht sie weiter, da geht es weiter, hier kam die Kreuzung, genau, und dann geht das hier weiter. Ich denke, einige, wenn es mal ein bisschen größer macht, können erkennen, was es ist. Das gehört alles zusammen, also das hier natürlich auch. Und das da hinten gehört auch mit dazu und ich glaube, das ist sogar auch noch. Und das Mercedes-Benz, da habe ich damals gelernt, und zwar habe ich hier gelernt. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie man es drehen muss. Die haben hier alles drin. Das sah damals ganz anders aus. Damals war hier auch noch eine Schule, wo jetzt das Ding hier steht. Da war gleich die Berufsschule nebenan. Das war ganz praktisch eigentlich. Zumindest hier war dann die Lehre. War ein gemütlicher Weg. Da konnte man damals auch noch auf der PlayStation 1 Metal Gear Solid spielen. Solid spielen. Bis der Arzt kam, bis dann Fadi reinkam und sagt, wolltest du gar nicht zur Lehre? Guckst auf die Uhr. Das war von Sonntag auf Montag halt. Nicht gepennt, joa. Dann fahren wir jetzt mal in die Lehre. Juhu, geilomat. Hier noch ein kleines, ich glaube, Schlosspart, Back oder so. Bad, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ist auch egal. War ich nie drin? Doch, einmal war ich drin. Und, naja, das war dann die Lehre. Von der Karl-Gunnar-Straße, dann ging es nämlich los mit der Bundeswehr. Und das war dann danach meine erste eigene Wohnung, die mir der Bund bezahlt hatte, weil ich nicht mehr mit meiner Vater zusammen wohnen konnte. Aus Gründen ist egal. Zumindest hieß die Straße dann die Karl-Grunert-Straße. Auch in Bremen natürlich. Das heißt natürlich. Wieder andere Seite. Und da ist sie. Wir zoomen natürlich wieder ein bisschen näher ran. Ungefähr so. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Halt. Ein bisschen nach rechts. Und hier im vierten Stock, natürlich Dachgeschosswohnung, habe ich damals mit meiner Frau gelebt, ja. Ich war verheiratet, bin aber glücklich geschieden, muss ich dazu sagen. Fragt mich nicht, warum ich geheiratet habe. Egal. Zumindest, da habe ich gewohnt. Vierter Stock, geile Geschichte. Nicht. Einmal umdrehen. Und hier, rechte Seite. Kann man das sehen, wenn die Bäume das nicht sehen. Genau, da war damals meine Fahrschule. Da habe ich meinen Lappen gemacht, wo ich dann auf der anderen Seite von hier durch Zeitung austragen und halt Flaschen sortieren mein Geld zusammengesammelt habe. Ja, danach ging es dann weiter in die Sturer Landstraße. Da weiß ich die Hausnummer gerade nicht, deswegen nehme ich jetzt irgendeine, damit ich zumindest dort in der Nähe lande. Also nochmal, weil das Aufnahmetool ja meinte, er muss den Speicherplatz vollballern. Ich weiß zwar nicht warum, es ist noch genug Platz da gewesen, aber ist ja egal. Zumindest war dann hier in Stur. Das war damals eine Eigentumswohnung zur Miete. Und das war. Ich hab das hingeschissen irgendwie. Entweder war es hier oder da, muss ich jetzt lügen. Ich glaube eher hier war es gewesen. War eine hübsche Bude, 85 Quadratmeter, glaube ich, riesiger Balkon, eigener Tiefgaragenstellplatz, Fußbodenheizung. Allein die Wohnstube war etwas über 25 Quadratmeter groß. War ein sehr schönes Wohnen da. Wir wohnten da nicht so lange, dann hatte mich der Eigentümer irgendwann gesagt, jo, ich melde dann doch mal Eigenbedarf an. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, nach den ersten 200 Monaten, 3 Monaten oder sowas. Die hätten bis dahin die Kaution noch nicht bezahlt, wollten die dann eigentlich gerade rausdrücken, da kam er damit an. Und mit der Begründung von wegen, wir hätten die Kaution nicht bezahlt, was wir aber machen wollten, haben gesagt, hier ist das Geld, kannst du haben, was machst du jetzt? So, da es dann natürlich so kurzfristig war, hat er uns, ich muss das lügen, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro angeboten, wenn wir jetzt sofort ausziehen. Also so schnell wie möglich, am besten natürlich noch heute, was natürlich nicht geklappt hat. Aber es hatte dann gar nicht mehr so lange gedauert. Und hey, wir hatten 2.000 Euro für die neue Bude zum Einrichten. Und hast du nicht gesehen, war eine schöne Sache. Also ein schöner Nebeneffekt, war natürlich keine schöne Sache, da jetzt schon wieder umzuziehen. Aber die Gegend hier, naja, egal, sage ich nichts weiter dazu. War auch kein langes Gastspiel dort. Von dort ging es dann
in zu dem Amsterdam. Ich glaube 95D war es gewesen. Jawohl, das könnte hinkommen. Hier ran. Natürlich immer noch in Bremen. Das ist für Leute, die es kennen, für mich war damals mal Edeka. Dann kam Feko rein, also Großhandelshäuser. Da bin ich auch schon mit mehreren Leuten gewesen. Mittlerweile ist da jetzt, glaube ich, gar nichts mehr drin, weil Feko da auch rausgegangen ist. Ich weiß nicht, was jetzt drin ist, keine Ahnung, ist mir auch relativ wumpel, zumindest. Voilà. Habe ich dann mit meiner Frau das Häuslein finden, von der Straße aus gesehen, ist nicht einmal so einfach. Finden. Und zwar haben wir gewohnt hier im obersten Stock, diesmal auch wieder eine Dachgeschosswohnung, diesmal mit Spitzdach, was Schrägen im Schlafzimmer bedeutete, so halbe Schrägen im Arbeitszimmer und auf der anderen Seite. So, und auf der anderen Seite, ich musste die Aufnahme jetzt mal gerade kurz unterbrechen, weil Google Earth mich hier so ein bisschen verarscht hatte, aber egal. Auf der anderen Seite natürlich hier das Wohnzimmer, auch mit Schräge, mit eingebauter Küche. Also in der Wohnzimmer, wie nennt man das? Wohnküche, glaube ich. Egal. Zumindest, da konnte man echt schön wohnen. War eine schöne Wohnung, muss ich sagen. Geh nicht dort auf den Fußboden, Junge. Was ist denn mit dir? Stimmt denn mit dir nicht? So. Das war hier auch mit eigenem Stellplatz natürlich. War mir bis dahin immer sehr wichtig, weil wenn ich eins hasse, ist es, wenn man damals aus der Schule, wenn wir aus der Berufsschule kamen, oder aber von der Arbeit und du musst noch eine Stunde nach einem Parkplatz suchen oder besser noch eine halbe Stunde laufen, bis du dann vor deinem eigenen Haustür wieder bist zu Fuß. Das ist nicht schön. Das macht dann keinen Spaß. Zumindest gab es dann noch, voilà, das war die Zeit dann nach dem Bund auch, dann bin ich zu meinem Dad gezogen. Da weiß ich allerdings die Straßennamen nicht mehr, wie sie hießen, aber ist auch egal. Zumindest gab es ja noch die Schulen. War die Grundschule zuerst. Bei einer Alfred-Faust-Straße. Was war ungefähr hier irgendwo? Genau, jetzt müssen wir mal gucken, wo da gelandet sind. Er macht ja meistens mittig dann. Ah, genau, fast genau an der Schule sogar. Und zwar, hoppala, zoomen wir natürlich auch wieder ein bisschen näher ran. Hier war halt die erste bis vierte Klasse. Ich glaube, da hat damals oder heute wahrscheinlich immer noch der Hausmeister gewohnt. Und hier in den Klassenzimmern, das war sogar von unten bis nach oben immer die gleiche Seite, war mein Klassenraum hier oben. Dann da unter und dann ganz da unten. Da haben wir als kleine Stöpsis dann versucht, unseren Stoff in die Birne zu kriegen, was mehr oder minder geklappt hat, müsste man sagen. Das ist, glaube ich, die Sporthalle hier. Und das war ein, oder ist ein Kinderhort? Nee, war das der Kinderhort? Ich weiß es nicht mehr. Zumindest war irgendwo ein Hort noch. Und auch da hat sich ein bisschen was geändert. Damals war hier eine Schaukel und alles. Jetzt wohl scheinbar nicht mehr. Jetzt ist hier was zum Spielen. Das sieht natürlich auch wieder alles anders aus, als es vor 30 Jahren noch ausgesehen hat. Für mich ist ja schon 32 Jahre fast. Und von da gar nicht weit ging es dann weiter zur Orientierungsstufe, damals gab es hier noch, und dann weiter zur Realschule. Und zwar, na, nicht wieder den Boden berühren hier, einmal andersrum, bitteschön, dankeschön. So, einmal rangezoomt. Die fünfte und sechste Klasse war dann, ich glaube, das war das mittlere Ding, war entweder hier oder da, zumindest in der Mitte, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt ganz oben gewesen ist oder in der Mitte zumindest, war dann hier die Orientierungsstufe halt. Dann ging das weiter erst. Die Klassen weiß ich nicht mehr ganz genau, welche da alle waren. Da waren wir dann hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schräg, ist natürlich echt nicht so schräg, ist klar. Da gelandet und danach sind wir weiter, 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 weiter. Ging das denn ungefähr hier, muss es gewesen sein. Ich kenne das, die Abtrennung der Klassenräume jetzt nicht, aber irgendwo hier muss es gewesen sein. Und da haben wir dann damals
Also das sieht jetzt höher aus, als es eigentlich ist. Das ist nicht wirklich hoch vom Dach bis hier zu den Fenstern. Oder sind sogar auch hier Fenster, dann war es eher da unter. Zumindest haben wir da damals immer die Fenster so ausgebaut aus den Scharnieren, damit wir auf die Dächer hier konnten. Weil hier hatte man halt regelmäßig Ballnachschub gefunden. Man hat ja damals auf dem Schulhof als Junge mit Bällen durch die Gegend geworfen oder halt rumgeschossen, Fußball, wie auch immer. Und wo fandet man die Bälle? Natürlich hier auf dem Dach. Das heißt, 5 Minuten Pause, Lehrer nicht da, zack, raus aufs Dach. Wenn man Glück hatte, hat kein anderer Lehrer hier gerade aus den Fenstern geguckt oder war gerade nicht da. Wenn man Pech hatte, war da einer und man hatte hinterher Geburtstag. Aber ist ja egal, man hat halt eben so seine Scheiße gebaut. Und ja, das waren praktisch andersrum so beide meine Schulen. Die Berufsschule, die gibt es heute nicht mehr, die haben sie abgerissen, da haben wir sicher breit gemacht. Ich könnte noch erzählen, wo ich jetzt überall gearbeitet habe, aber das würde es, glaube ich, von der Länge her sowieso schon sprengen. Ich denke, das Video ist auch so schon lang genug. Aber das war jetzt mal meine Zeitreise. Mal ganz kurz zusammengefasst, 39 Jahre in, ich weiß nicht, wie viele Minuten, eine halbe Stunde vielleicht. Ganz kurz erzählt. Und wenn ihr Bock habt, dann macht doch auch mal sowas. Oder schreibt mal in die Kommentare, wo ihr überall schon gewohnt habt. Und wenn euch das Ganze hier gefallen haben sollte, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst mir auch bitte ein Abo da, wenn ihr das möchtet. Und wer noch mehr möchte, der kann mich unterstützen, und zwar über Amazon. Wer gerne bei Amazon einkauft oder sowieso dort immer einkauft oder viel bestellt, kann das auch gerne über die Links tun, die in der Videobeschreibung stehen. Denn dort gelangt man zu dieser Werbeaktion von Amazon. Da steht mein Zeug drin, was ich hier gerade benutze, was ich natürlich auch weiterempfehlen kann. Das ist echt schönes Zeugs. Und aber auch alles andere natürlich könnt ihr darüber die Links kaufen. Das heißt, ihr müsst nicht das kaufen, was der Link ist. Aber es reicht, wenn ihr über diesen Link nach Amazon geht und dann nach irgendwas anderes sucht. Sei es ein Rolle Klopapier, vollkommen Wumpe. Ich bekomme von Amazon dafür ein paar Cent, dass ihr da was gekauft habt. Ihr bezahlt nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und tut mir damit halt nur einen kleinen Gefallen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, bye.